So, willkommen zurück zu Let's Play Amnesia mit mir. Handycam 123 und wir schauen uns da mal um. Ich brauche jetzt doch einmal die Lampe. Oh, da hätten wir wieder viel Gänge. Ah, da kann der eigentlich wieder alles warm machen. Ja. Mau jetzt eigentlich nicht. Okay, ein langer Korridor. Oh! Kinemasse Schauer, wie geil. Ja, sieht man nicht so viel. Okay. Da geht's auch wieder weiter. Ich hoffe, ich verlaufe mich nicht. Zack. Sie lässt sich nicht öffnen, es ist abgeschlossen. Okay, wir haben wieder einen Tagebucheintrag gekriegt. Licht. Sagt natürlich alles leer. Mann. Okay, das haben bloß Kerzen. Sagt, da geht's auch wieder weiter. Na, ich schaue mir erst da noch um. Was ist das? Okay, ist bloß ein Gegenstand, war kaputt geht. Alles ist gut. Gehen wir da erst mal rein. Da ist offen. Zack. Ah. 17th May 1839. My hand trembles as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay, der Typ hat jetzt ganz schön viel durchgemacht. Weil durch eine Lücke gegangen, dann einfach mal zack, alles zusammengebrochen. Das ist nicht so schön. Kann ich mir vorstellen. Man natürlich wieder alles durchsuchen. Hemden. Sag, brauche ich nicht. Da kann ich nicht arschieren. Korridor. Was ist das? Kataloge. Kataloge kenne ich bloß als Papier. Das ist wahrscheinlich wieder was anderes. Ah, was haben wir denn da jetzt unterwegs? So, da natürlich wahrscheinlich wieder nichts drin. Ah, ein Zettel. Hiermit biete ich Alexander, ich hätte denkt, der heißt Daniel. Egal. Dem Baron von Brennenburg meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie den Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Haus Gerich. Aha. Zum Vertrag
einfach mal aufgesammelt. Wahrscheinlich irgendwie so der Butler oder was, keine Ahnung. Ich muss jetzt ständig irgendwie so F5 drücken für Speichern, aber gibt's ja nicht. Ich weiß gar nicht. Ach na, da sind wir hergekommen, gell? Eingangshalle, genau. Okay, jetzt haben wir einmal in den Kreis gelaufen. Ja, wir sind einmal im Kreis gelaufen, oder? Ja, da war ich schon. Wieso ist da dann wieder die Tür zu? War ich doch auch schon, oder? Alte Bände. Okay, da war ich noch nicht. Boah, voll die Gänsehaut, hey. Das ist richtig übel. Okay, Sonderbüchse, Öl. Da, ah ja, da haben wir auch wieder was drin. Ah. Sehr schön. Okay, hat man da vielleicht auch irgendwo Kerze noch da drüber? Na. Nix mehr. Das ist nur eine Truhe. Ja, da kann ich aber nichts machen. Nix mehr herinnen in den Raum, also weiter geht's. Okay, da hinten ist glaube ich auch nix, da war ich auch schon, ja. Geschichte, ja. Ach so, stimmt, das ist abgeschlossen. Ah, das war jetzt bloß einmal so Seitenarm. Sauerei, also das Spiel ist echt groß. Okay. Okay. Steine. Oh, Blut. Nicht ganz so geil. Jawohl, das ist kaputt. Aber mal richtig kaputt. Was haben wir denn da wieder? Öl. Oh, kann ich jetzt Klavier spielen? Na, geht nicht. Dann machen wir mal wieder zu. Okay. Zack. Ein Baseballschläger. Na. Bloß eine Karte. Latte-Karten. Nichts weiteres da. Na, oder? Ich hoffe, ich komme da wieder zurück. Hoffe ich echt einmal. Oh! Ich wollte den Traum auch noch machen. Was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay.
Okay, wir leben jetzt echt nur das durch, was der Typ da erlebt hat. Finde ich nicht so geil. Fühle mich irgendwie beobachtet. Wieso auch immer. Ah, Bücher. Bücher? Zack. Tja, das schaut da mal schlecht aus. Vielleicht haben wir da noch was? Nein. Kann ich das vielleicht kurz finden? Das war da der richtig geil. Na, na. Ah, weiter geht's. Genau, da mache ich da jetzt eine. Was haben wir denn da oder Schönes? Ah, da haben wir ein paar Bücher. Okay. Sind die da jetzt eingesperrt worden und haben da Arbeit, mein? Finde ich nicht so geil. Westhalle, Ostflügel. Ah, da hätten wir mal eine Map oder was. Das hat sich Amnesia aufgehängt. Bitte nicht. Bitte nicht. Wow. Was geht jetzt ab? Okay, jetzt habe ich einen weißen Bildschirm. Hallo? Steuerung Alt entfernen. So, Amnesia, keine Rückmeldung, das ist schlecht. Der wird jetzt nur mal zocken, oder was? Ja, dann da hätte ich sagen, ich mache da mal einen kurzen Cut. Oder kommt da noch was? Na, ich glaube nicht. Mache ich mal einen kurzen Cut. Ja, bis... zum nächsten Part. Ciao!